So, und damit ein Heyo und herzlich willkommen hier zurück zu Assassin's Creed Mirage. Wir sind hier gerade mitten in der Wüste, einfach mal in einer kleinen Höhle reingegangen, beziehungsweise reingefallen eher. Und ich würde tatsächlich gerne mal schauen, ob wir noch irgendwas hier haben. Außer den paar Münzen, die hier noch liegen. Ich weiß, hier geht's weiter. Noch. Eigentlich sonst. Hier müsste es eigentlich dann rausgehen, ne? Ja. Sieht ganz danach aus, als wenn man hier jetzt rauskommt. Okay. Ist halt, ne? Nette kleine Höhle, wo ein Dolch drin war. Also Dolch der Verborgenen. Ich brauche deine Hilfe, Sadiki. Ne, von da oben sind wir runtergesprungen. Und dann hatten wir die Dings. Genau, von da oben, aber auf der anderen Seite, witzigerweise, war nur runtergesprungen. Da will ich hin, weil da ist, glaube ich, noch so ein Geschichtsding. Da zumindest sehr, genau, da haben wir es doch. Ne? Diese Kugel hier. Codex. Einträge. Dur Kurigalzu. Am Rande Bagdads steht etwas, das auf dem ersten Blick wie ein verwitterter Hügel aussieht. Bei näherer Betrachtung stellt sich jedoch heraus, dass es sich um eine 60 Meter hohe Konstruktion aus Backsteinen handelt. Gemäß der in einer Inschrift, die auf einem dieser Steine gefunden wurde, wurde sie im 14. Jahrhundert vor unserer Zeit im Auftrag von König Kurigalzu II. Dorthin gebracht. Es ist das letzte noch stehende Gebäude der frühen Hauptstadt des Kassiden-Imperiums, Dur Kurigalzu, die Festung Karigalzus. Die Kassiden beherrschten Zentral- und Südmesopotamien, Irak, vom 16. bis zum 12. vom 16. bis zum 12. Jahrhundert vor unserer Zeit. Ihre genaue Herkunft ist zwar unbestimmt, sie nahmen jedoch viele der kulturellen und politischen Praktiken ihrer babylonischen Vorgänger an. Dazu gehört unter anderem die Errichtung von Zikkurats, gestuften Gebäuden, die als Tempel dienten. Die Zikkurat im Dur Kurigalzu war 69 mal 67 Meter groß und und nur der Kern davon hat überdauert. In ihrer Umgebung fanden sich ein königlicher Palast und eine ganze Stadt, die beide um 1155 vor unserer Zeit von den Elamitern aus den Südosten Irans zerstört wurden. Die Zikkurat diente über Jahrhunderte als Tempel, wurde aber schließlich ebenfalls aufgegeben. Und obwohl die Zeit und der Sand unübersehbar an ihr genagt hat, warte, genagt hat, bleibt sie jedoch dennoch eines der auffälligsten Bauwerke der Gegend und wurde von mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Reisenden oft mit dem
mit dem biblischen Turm von Babel verwechselt. Wow. Hey. Erstmal verwechseln mit einem Turm von Babel, auch gut. Okay, dann weiter in die Richtung. Da hinten haben wir ja schon, sehen wir ja auch schon den Dämpfer. Hier haben wir. Noch ein Lager. Guten Tag. Der verbuddelt hier gerade Köpfe, oder? Hallo? Der hat hier Köpfe verbuddelt. Wild. Die hier Töpfe verbuddeln, ist wild. Naja, sollen sie machen. Wird bestimmt eh nur irgendwelchen Dings Blut drin sein. So. Wir kommen der Stadt näher. Wir müssen ja nach Hause. Nach Nihal. Oh, hier ist sogar ein Aussichtspunkt. Wenn hier ein Aussichtspunkt ist, den gönnen wir uns doch, oder? Guten Tag. Gar nichts gemacht. War ganz fein. Bin ganz glatt. Drauf. Hopp, hopp. Ah, da oben ist wieder ein Schatz drin. Guck mal in der Schau. Wer hätte das gedacht? Hier wieder ein Schatz drin ist. Ja. So. Ab nach oben. Und synchronisieren. Da haben wir jetzt auch mal hier endlich ein Teleportpunkt. So. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, hatten wir. Ne? Verschaffen wir uns einen Überblick. In erster Linie da natürlich auch wieder eine Diebstahlgelegenheit, aber wenn ich mich nicht ganz täusche. Genau. Guck mal, hier ist der Palast. Und hier unten. Obwohl, der ist auch schräg zum Palast. Der ist nicht glatt zum Palast. Doch hier, guck mal, hier ist ein Brunnen. Ne, Brunnen vorm Palast. So eingezimmert. Ne? Hier hinter nichts? Ne? Guck mal. Wenn man jetzt mal so grob, nur mal grob guckt. Kurz mal ins Inventar gleich geht. Wenn wir gleich mal fertig geladen haben. Inventar. Tasche. Und dann Rätsel. Nee, den nicht. Da. Guck mal. Ne? Das sieht doch auch aus wie so ein Tempel. Okay, links davon müsste der Fluss dann sein. Bei einem Wasser. Also, wenn wir jetzt mal so grob gucken. Vor uns kann sich nichts verstecken. Ne, das sieht nach Fluss aus.
Mauer müsste da hinten auch noch lang führen. Ne? Hier wäre ja eigentlich auch ein Wasser, ne? Hier so. So ist rein theoretisch. Hätte ich dann hier irgendwo. Hier irgendwo eventuell einen Schatz. Nur mal so. Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, müsste das so circa da sein. Ja? Dazu kommt natürlich, dass wir hier noch eine ordentliche Gelegenheit zum Taschendiebstahl haben. Ne? Ja. Wenn ich hier jetzt bin, ja. Und wieder das falsche Ding, hier, beim Wasser mit einem Pavillon bei einem Baum. Guck mal da, das da könnte man doch als Pavillon sehen, oder? Was siehst du, Inki? Pavillon, Wasser... Also entweder hier bei einem der Bäume. Hier ist so ein umgeknickter Baum. Vielleicht ist das auch eher da. Weil das ist ja eigentlich auch Wasser in dem Sinne. Ne? Pavillon. Also gehen wir mal so in die Richtung. Umgeknickter Baum. So, aktuell sehe ich noch nichts, was darauf hin weiß, dass ich hier jetzt irgendwo. Ne? Schade. Scheint nicht hier zu sein. Das ist natürlich doof. Ne? Ich hätte jetzt echt gedacht, so, ne, hier rechts davon geht dann auch der so ein Pavillon mit runter. Sei meine Augen in Hido. Ne? Wobei hier rechts gehen auch keine Treppen groß runter, ne? Schade. Guten Tag und tschüss. Alles gut, bin schon weg. Bumm.
Dann lassen wir das hier. Oh, schön. Wollen wir erstmal in die Richtung, ne? Dip, dip. So. Oh, hier oben ist, hier hinten ist was. Ja, alles gut. Wollte nur, ne? Andere Paläste. Bagdad war Hauptstadt und Wohnsitz des Kalifen für den Großteil der Abbasidenzeit. Aber vor und nach der Gründung der Stadt entschieden sich einige Kalifen an anderen Orten zu leben. Der erste abbasidische Kalif As-Saffar regiert 750 bis 754, wählte die Stadt Al-Anbar, die Kornkammer, die an einer wichtigen Furt über den Euphrat und in einem äußerst fruchtbaren Gebiet lag. Als seine Hauptstadt von 3. bis zum 7. Jahrhundert wurde sie nach dem assassidischen König Shapur I., der 244 nahe der Stadt einen großen Sieg über ein römisches Heer errungen hatte, Peruz Shapur, siegreicher Shapur genannt. Dieser strategische und symbolisch wichtige Ort schien eine gute Wahl, aber die Bevölkerung der Stadt war mit der Machtübernahme der Abbasiden, die sie als Thronraub ansahen, nicht zufrieden und nannten den Kalifenpalast aus Trotz und Widerstand weiterhin Hubayrat, was eine Anspielung auf den letzten irakischen Statthalter der Umayyaden war. Als Kalif al-Masur regiert 754 bis 775 auf As-Saffar folgte, begann er umzugehen nach einem neuen Ort für die Hauptstadt zu suchen und gründete letztendlich 762 Bagdad. 8 Jahre später wählte ein anderer Abbasiden-Kalif einen neuen Ort für seine Hauptstadt. Al-Mutasim regiert 833 bis 842, wollte sein Heer von Bagdads Politik abschirmen. 836 verlegte er seinen Hof und die Verwaltung und das Heer deshalb in eine riesige neue Stadt, die sich 130 Kilometer nördlich von Bagdad befand. Sura Man Ra'a. Wer sie sieht, ist entzückt. Samara, die Stadt, wurde völlig neu nur zu diesem Zweck angelegt und war somit einer starken Machtbeweis des Kalifen. Sie war allerdings auch unhaltbar, unter anderem wegen der unzureichenden Wasserversorgung. 892, nachdem die Kalifen nach Bagdad zurückgekehrt waren und aufgehört hatten, riesige Geldmengen in Samara zu versenken, verkamen ihre eleganten Gebäude zu gigantischen Ruinen und die von einer goldenen Zeit sprachen. Sie sind gut erhalten, seit 2007 Teil des UNESCO-Weltkulturerbes und stellt ein einzigartiges Beispiel für der abbasidischen Architektur und Stadtplanung dar. Gut. Haben wir auch. Ja, ja, okay. I'm going. So. Hey, was? Hey, alles gut. Lasst euch nicht von mir ärgern. Hier ist ein Waffenschmied. Guck mal. Hallo. Ah, nee, hier. Hallo. Moin. Lass mal mit dir reden. Hallo. Willkommen. Hallo. Willkommen. Lass mich deine Waren ansehen.
Das kam frisch rein. So. Ne, die kann ich nicht verbessern. Eine kleine, aber erstaunlich tödliche Verbesserung. Ein Tötungswerkzeug für Kenner. Guck mal, hier ist er allein schon, ne? Der Legende nach, der Sand darin beherrscht die Zeit. Keine Klinge beißt so zu wie nicht. Diese. Ah, ich will noch nicht. Ist das dann alles? Ich will noch nicht. Ups. Ich muss gehen. Bis dann. Sorry, aber noch nicht. So, gehen wir hier mal rein. Und besuchen mal unsere liebe Freundin. Nihal. Und hier ist Fisch. Muss kurz gucken, weil das andere war ja hier. Ja, ich weiß so. Nee, schade. Die tatsächlich gerade nicht wirklich. Sehe nur den Spaß, aber sonst nichts. Mal gucken. Guten Tag. Guck mal. Klopf, klopf. Basim? Du bist es wirklich? Nihal. Ich... Sag nichts, Sadiki. Es tut mir so leid wie dir. Ich habe dir so viel zu erzählen. Und ich dir. Wir werden einander eine Audienz gewähren. Doch zuerst muss ich etwas wissen. Ja. Warum bist du wie ein Bauer gekleidet? Vielleicht habe ich dir weniger zu erzählen, als ich dachte. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, wie die Zeit ohne mich für dich war. Und du? Du lebst doch hoffentlich nicht hier, oder? Weniger leben, mehr arbeiten. Woran? Woher kenne ich das? Du hast es gesehen. Auf diesem Ding aus dem Winterpalast. Ich habe versucht, mich an alle Besonderheiten zu erinnern. Du hast dich die ganze Zeit mit diesem Zeichen beschäftigt? Warum? Weil auch ich es schon einmal sah. Ich weiß nicht mehr wo oder wann. Nur, dass ich es kenne. Was es auch sein mag, es ruft nach mir. Ich habe vor, sein Geheimnis zu lüften. Und du solltest das auch. Ja, aber natürlich ruft die Pflicht. Hör schon auf. Ich werde es im Kopf behalten, wenn du dann mehr Zeit außerhalb dieser muffigen Mauern verbringst als dahinter. Du sorgst dich wirklich um jeden, oder, Basim? Wir sehen uns dann. Der Orden der Ältesten ist noch längst nicht besiegt. Meisterin Roshan brütet sicherlich schon einen Plan aus, um sie auszumerzen. Nachforschung. Nihals Aufgabe. Okay. Nihals Aufgabe und mich verknüpft ein inniges Band. Okay, ne? Ich hoffe, Nihal ist jetzt hier wie Darwin, so ein einfacher
ne, oder wie Ali, so ein einfacher, ne, Verbündeter. Nicht, dass ich dann hier auch noch so ein Orden der Ältesten Ding ist. Wenn dann Nihal erwähnt in ihrer Nachricht eine Oase nördlich der Dünen von Dur-Kurigalzu. Also da, wo wir waren. Okay. Und vielleicht sollte ich mich etwas genauer mit Nihals Besessenheit beschäftigen. Ja. Wie es scheint, versucht Nihal herauszufinden, wo sich eine geheime Kammer befindet. Die eine geheime Kammer. Wo sich eine geheime Kammer befindet. Das ist so der Korrektor. Frage ist jetzt. Ja. Ihr scheint ja. Hier waren, glaube ich, die Fischer-Dinger. Ja, ja, genau. Hier waren die Fischer. Die Frage. Was das mit den Löwen? Was siehst du? Ja. Klar, da ist der Dings. Aber so passt da nichts. So, schade. Dachte, ich könnte mal gucken, was Sache hierbei Sache ist. Ja, ob ich hier irgendwie was sehe, aber anscheinend ja nicht so wirklich. Schade. Diese Rätsel, das sind halt, ne? Die beschäftigen einen immer noch. So. Okay. Aber ich würde sagen, wir werden uns jetzt erstmal schauen. Guck mal, da ist so zum Beispiel eine Oase nördlich der Dings. Also das müsste ja, wenn dann da sein, ne? Wenn ich doch nur an diese Schnalle käme. Das brennt wie Feuer. Morgen muss ich so. Hey, was? Diese Person sieht verdächtig aus. Das sehe ich mir mal an. Hallo. Das. Ah, okay. Alles Zeug, gut. Verschwinde. Ich mach nichts. Alles gut. Keine Hilfsmittel. Poste den Tod! Eine seltsame kleine Scherbe. Doch sie liegt unerwartet schwer in der Hand. Was kann das sein? La. Da drüben. Glauben, was Imar zu dir gesagt hat. Ich weiß, du bist nachsichtig. Doch du musst etwas tun. Es geht um deine Ehre. Ich falle besser nicht auf. So. So. Beziehungsweise. So. Und der Kartenmarkierung. So. Und während wir hier gerade mal ein bisschen reiten, ne,
Würde ich sagen, beende ich hier auch schon mal ein bisschen die, die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaut auch in der nächsten Folge wieder rein. Wenn wir dann weiter hier in Richtung der Dings, des Aussichtspunkts jetzt reiten und mal schauen, was wir da so alles noch so haben, ne? Dementsprechend, tschüss, ciao, euer Livers.